So, hey Freunde, willkommen zurück. Ja, Mario 3D Land geht in die nächste Runde. Was ich jetzt gar nicht mal vorher gewusst habe. Ich habe mir tatsächlich privat die Mühe gemacht. Ich dachte mir so, ich habe nichts zu tun. Zocke ich mal einfach mal jedes Level mit Luigi und Mario und Sterndings durch. Und boom, dann schaltet sich ein neues Level frei. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Aus dem Nichts. Gut. Das ist das letzte Level. Und ich weiß nur zwei Sachen über dieses einzige Level, also dieses Level hier. Es ist verfickt schwer. Ich habe es noch nicht gespielt. Es ist verfickt schwer und es wird sehr, 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 sehr lange dauern, dieses Video. Okay, ist das... Ja. Oh Mann. Fangen wir an. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft? Scheiße, ich habe jetzt schon Angst, ne? Ich werde wahrscheinlich viel fluchen und mich aufregen, also wundert euch mal da nicht, ne? Also, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich viel reden werde, weil ich muss mich auch eigentlich konzentrieren auf so ein Level. Deswegen. Seid mir nicht böse, wenn ich da... Wow, warte mal. Okay. Das ist... Die Ansicht ist sehr schwierig zu kontrollieren. Seid mir da auch echt nicht böse, wenn ich da, viel schweige oder einfach nur irgendwelche bösen Wörter sagen, die ihr auf keinen Fall nachsagen solltet. So, naja. Zumindest sieht es halt für den Anfang ganz nett aus. Nur leider kommen sehr viele Stationen, sag ich mal, denke ich. Fuck. Ich muss auf diese Gumba, glaube ich, draufspringen, ist das Problem. Aber ich schaffe es nicht. Das ist schon mein erstes Problem. Was, glaube ich, eine gute Taktik wäre, wäre ein Tanuki-Suit mir zu holen. Ich probiere es erst noch ein paar Mal so an, dann hole ich mir ein Tanuki-Suit und versuche es damit, weil damit sollte... Ihr wisst ja, also wir haben schon oft in diesem Spiel schon erfahren, Tanuki-Suit macht das Spiel echt sehr viel einfacher. Und ich glaube auch, das gilt für dieses Level auf jeden Fall. Tanuki-Suit ist... Wow. Komm, kann ich nicht noch... Ja, ich kann mich noch retten. Schön. Der Nuki Suit ist meine Rettung. Okay, wie mache ich denn? Ach du Scheiße. Boah, ach du Scheiße. Ach, ich kann hier lang laufen. Okay, gut. Yeah, bin jetzt irgendwie hier gelandet. Bium, bium. Und drauf. Gibt's Power-Ups? Normalerweise... Ich glaube ja eigentlich nicht dran. Ne, okay, dann nicht. Komme ich jetzt hier weiter? Warte mal, was? Wie komme ich denn da hoch? Warte, ich zerstöre erstmal die anderen Blöcke, weil irgendwie scheinen die mir auch bedrohlich. Damit dieses Ding erstmal kaputt geht, ja? So, und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Ach so, einfach mit ein bisschen Anschwung oder so. Oha. Ich guck mal, ich kann die Perspektive, durch diese Perspektive nicht einschätzen, wie weit dieses Ding entfernt sein soll. So, war das jetzt richtig? Ich muss jetzt auf diesen einen Block landen. Ja, auf Todds Kopf. Okay. Tut mir leid, ich bin auch erkältet. Ich hab Husten und so. Muss ich jetzt einen Boss besiegen, ernsthaft? Also das Level wird hier nicht enden, das weiß ich. Danach geht's auf jeden Fall noch weiter. Ja, scheiße, das war immer eine Kombo von den beiden, ne? Kann ich auf die drauf... Ich bin tot. Okay. Das werde ich hundertprozentig nicht schaffen. Ich gehe hier schon jetzt raus. Also... Ich muss jetzt... Warte mal, wie komme ich denn jetzt... in irgendein Level rein? Ich muss jetzt ein Level machen, um mir einen scheiß Tanuki zu holen. So. Level 1 ist, glaube ich, auch eine gute Idee für. Ich hoffe, ich finde eins. So, weil dieser komische Boss allein schon, der fuckt mich schon mega ab. Ich meine, ich hatte schon immer Probleme damit. Und das wird auch hier nicht aufhören. Also die Sache ist ja die, keine Ahnung. Ich springe auf den einen, der andere haut mich direkt mit dem Bumerang weg. Das ist schon mal so ein Scheißschritt. Und dann schaffe ich es irgendwie nicht, auf ihn drauf zu springen, auf dieses Mädchen da gerade. Da habe ich mir schon voll die Probleme gerade gemacht. So, kriege ich hier noch einen zweiten am besten für eine Reserve. Das wäre mal zu freundlich. Wow, da war ein großer Gumba. Ich kann mich an den gar nicht erinnern. Nein, hier endet das Level. Warte mal, es wird doch wohl in Level 1 mehr als ein einziges Power-Up gegeben haben. Ich werde jetzt mal suchen gehen.
Oh oh. Ich meine nichts, nichts. Ich meine gar nichts. Boah, ich habe mir den scheißesten Tag, glaube ich, ausgesucht, um ein Let's Play zu machen. Meine Stimme ist so am Abnippeln eigentlich. Gehen wir mal da hoch. Gucken mal hier. Hier ist ein bisschen Zeit und sowas, aber... Ein Power-Up mehr? Nein, echt nicht. Wirklich nicht, ihr Gierigen. Hier drin. Okay. Dann nicht, ne, sag ich mal. Hier sind wir eigentlich schon längst wieder am Level Anfang. Das heißt, hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr gucken. Boah, ich brauche jetzt eine Stunde echt, um mir so ein Ding zu holen, ne? Schon fies. Es gab echt ein einziges Power-Up in Level 1. Voll wenig eigentlich. Okay, dann muss ich hier ein zweites Mal reingehen anscheinend. Obwohl, hier oben muss auch noch irgendwie was versteckt. Gehen wir mal hier lang. Mal sehen, hier drin. Ach toll, so eine Kacke. Hm. Nein, danke. Mal sehen, ich nehme mir mal diese Münze und so. Die brauche ich, die ist ja wichtig. Warte mal, gibt es irgendeinen Fleck, den ich noch nicht besichtigt habe? Eigentlich nicht, ne? Okay, dann lag ich echt tatsächlich richtig und das Level 1 als dieses Power-Up. Meiner komischen Befürchtung. Oder hier. Komm. Ach, danke schön. So ein verstecktes gerade noch, ne? Gut. Das hat ja auch lang genug gedauert. So. Und damit müssen wir jetzt zurückgehen. In das böse Level. Obwohl mir, glaube ich, das nicht viel bei diesem Boss helfen wird. So, also zurück. Welt 8. Also auf ein neues. So, jetzt werde ich euch erstmal versuchen zu beweisen, dass ich hier viel schneller durchkomme. Einfach nur, weil es sich viel einfacher anbietet. So. Also gut, der erste Part, der war ja sowieso immer schon easy. Aber ich meine, hier kann ich einfach rüberspringen über alles und so. Schlaf kann man das auf jeden Fall. Zack. So. Hier lang. Aus Sicherheitsgründen zerstöre ich die trotzdem lieber mal. So. Und dann jumpe ich einfach hier und da und Mr. Todd, den überspringe ich einfach. Und dann sind wir schon ganz schnell wieder beim Boss. Nur diesmal muss ich das irgendwie geschickter anstellen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte mich erst auf dieses Mädchen da fokussieren. Und den einen Typen sich da unten drehen lassen. Nicht beide gleichzeitig töten, sondern schön nacheinander. Okay, der macht sogar Feuer. Guck, jetzt dreht er sich. Es war eine perfekte Gelegenheit drauf zu springen, aber ich lasse es trotzdem. So, wie oft springt die viermal, oder? Auf mich? Ich glaube, das hier zwei. Also, diese springt hier. Vier, ne? So. Und den lassen wir sich mal ausdrehen. Ich weiß nicht, wie es zeitlich. Ah, fuck! Oh mein Gott. Boah, tut mir leid, dass ich nur am Husten bin, ne? Ich kann nicht anders. Meine Stimme ist so kaputt, Alter. Tut mir echt leid, das ist unprofessionell. Fuck, der Boden ist einfach weggegangen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Kacke. So. Die sind jetzt tot. Gibt es irgendwie Bonuszeit oder so? Ich weiß ja nicht zeitlich, ob ich da irgendwo an meine Grenzen stoßen werde. So. Ich weiß, ich könnte noch einen Treffer einstecken. Und dann wäre ich klein und dann könnte ich mir das nehmen. Aber ich mache das einfach jetzt schon, weil ich brauche das. Oh, fuck. Oh mein Gott. Fuzzies. Da hilft mir mein Flugpower jetzt nicht so viel weiter. Vielleicht hätte ich doch lieber damit abgewartet. Scheiße. Okay, der Schritt wäre schon mal gemacht. Dann muss ich hier so... Ich hoffe, ich mache ja das Richtige. Sieht auf jeden Fall bis jetzt nicht verkehrt aus.
Oh, regnende Bomben. Fuck. Wer hat die denn los? Ich glaube, davon kommen auch unendlich, oder? Oh Mann. Ist das echt unschön hier gerade. Okay. Hoffentlich nimmt das ein Ende. Oh, Flammen. Nein! Wie hat die mich... Ach, die ist da oben. Die hat mich erwischt. Scheiße. Okay, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Schade. Hat echt gut angehalten, aber... Ja. Jetzt kommen wir ans Ende. Meiner... Ich komme hier durch Karriere. Seht ihr? Hier ist vorbei. Gut, wir machen Folgendes. Beenden. Und nochmal neu starten. Sonst wird das nämlich gar nichts mehr hier. Fangen wir dann einfach direkt neu mit diesem Power-Up an. Ja, schade. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich wirklich weit gekommen bin. Weil ich weiß nicht im Endeffekt, wie viel von diesen komischen Horror-Trips einen eigentlich erwarten. Aber Fakt ist, nach diesem Boss-Part hilft mir eigentlich mein Power-Suit, also da ich fliegen kann, auch nicht mehr so viel weiter. Und das habe ich jetzt eigentlich... nicht erwartet. Aber wir werden dann mal sehen. Okay. Jetzt muss ich auch hier irgendwie rüber. Warte mal, ich schaff's gar nicht auf den Block. So, jetzt. Ah, fuck, ich schaff's echt nicht. Moment. So, und dann... So, ja. Was? Und dann nicht so. Oh, fuck, Alter. Wieso kann ich nicht auf den Block langspringen? Hä? Okay, wisst ihr was? Ich zerstöre das. Ich glaube, das liegt eigentlich nur daran, dass das Ding da ist. Das irritiert mich einfach und dann kann ich das nicht mehr. So, das ist jetzt die einfachste Übung hier. Aber irgendwie, ich verstehe gar nicht, was mich davon abhält, da lang zu springen. Ganz komisch ist das. Okay, Boss-Time. Gut. Wollen wir mal. So, und ich werde mich auf jeden Fall immer noch auf dieses Mädchen zuerst fixieren. So, die macht eben 4 Sprünge. Ich kann auch sogar langsam gehen dabei. Yes. Mist, genau davon rede ich. Ich springe drauf, aber gleichzeitig springt sie irgendwie und mein Sprung zählt dann gar nicht mehr. So, der Boden verschwindet. Da ist er weg. So. Von was war da gerade mit der Musik los? Ne? Das weiß man auch wieder nicht. Gut, okay, also ich stehe jetzt eigentlich genauso wie vorher in dem Versuch. So. Wo spawnt nochmal die Röhre? Ach, da in der Mitte. Okay, was ich jetzt machen werde, ist, glaube ich, ich versuche erstmal so weiterzulaufen. Könnte ja natürlich sein, dass ich auch runterfalle und dann war auch alles umsonst, aber keine Ahnung. Oh, shit. So, jetzt brauche ich nur noch kurz einen Anhaltspunkt. Genau. Ich jump einfach mal hier rüber und spare mir das. Oh fuck, die Bomben. Kann ich die nicht so? Ja, aber... Ist natürlich auch ein Risiko, was ich mache. Immer die wegzuschlagen. Denke ich. So, und jetzt... Stimmt, der eine ist über mir. Fuck, und ich fall trotzdem drauf rein, Alter. Ich hab's noch gesagt gerade. Ich komme überhaupt nicht damit klar. Ja, Mann, jetzt kriege ich diese Stelle hier, wenn ich gebacken. Bestimmt. Ja, wow, ich bin daneben ge... Oh, fuck, Alter. Wieso wusste ich, dass ich mich aufregen werde? Mist, ey, das geht echt gar nicht, ne?
So. Ich vergiss mal, wie man da langläuft. Erstmal muss man da rein, dann muss man Welt 8 gehen. Dann muss man das machen. So. Also die Stelle ist echt wirklich beschissen. Aber auf jeden Fall, falls ihr selber zockt, ist meine Empfehlung, holt euch den Tanuki-Suit vorher. Auch wenn es mich am Ende gar nicht mehr weit bringt, ist das allein schon für diese Stelle eigentlich schon... Naja, man kommt hier instant durch eigentlich, ne? Vorher, ich weiß nicht, als ich gerade angefangen habe, habe ich schon ein paar Versuche gebraucht hier an der Stelle. Aber jetzt kommt man hier auf jeden Fall ohne Schwierigkeiten durch. Ach Mist. Ja, die Stelle, ich weiß nicht, sie ist so leicht und so schwer gleichzeitig. Ich kann es nicht beschreiben, auf diese Blöcke drauf zu springen. Aber jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Oh, abgerutscht. Ha, so was, ne? Kann ja auch mal passieren. Toll. Ja, ach egal, wisst ihr was, ich renne jetzt einfach so durch. Einmal. So, weil ich habe ja auch eins auf Reserve. Wow, und dann fliegt es einfach da runter, ne? Toll, weil es da runter geflogen ist, muss ich da voll hinterher laufen. Das ist, dieses Power-Up-System ist so scheiße in diesem Spiel, ne? Das ist so richtig 0 von 200 Sternen. Das, man klickt da drauf und das fliegt einfach vor ihm weg. Wie viele Power-Ups sind mir schon in den Abgrund geflogen? Und das ist mir jetzt gerade so fast in den Abgrund geflogen. Und deswegen muss ich da zurückrennen in den Hammer rein, um es mir zu holen. Also hat es mir im Endeffekt gar nichts gebracht. Wieso kann es nicht einfach über mir sein oder ich hab's direkt oder so? Nein, es muss einfach scheiße nochmal jeden scheiß Abgrund runterfliegen. So schlecht. So schlecht, Nintendo. War eine Sache, die mich immer gestört hat. Ich weiß gar nicht, wie es in Mario 3D World war. Hab ich schon vergessen. Nee, da... Gab's? Ich hab's... Nee, auf Select war das einfach. Erstmal hat man einen Knopf dafür, was schon mal viel praktischer ist, als dass man gezwungen wird, irgendwo auf dem Bildschirm zu touchen. Während man da auch überhaupt gar nicht die Finger drauf hat. Also schon sehr unhandlich an sich. Und ich glaube, an sich war es dann auch so schon besser gelöst. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr. So, Boss Time. Ja. Also, dass man einen Boss dazwischen gebaut hat, ist echt nervig, weil es zeitaufwendig ist einfach. Es dauert halt immer, zwei von diesen Viechern gleich zu besiegen, ne? Da schon wieder. Ich jump eigentlich irgendwie drauf, aber gleichzeitig auch nicht. Diesmal hatte ich Glück, dass ich nicht einen Treffer passiert habe dabei. Okay, Nummer 1 ist tot. Ach ja, warte, der Boden verschwindet jetzt. Das habe ich echt nicht vergessen. So. Der Typ dürfte eigentlich auch gar nicht mal schwierig sein. Die andere ist ja eigentlich auch nicht schwierig. Gut, jetzt habe ich eigentlich meine Gelegenheit verpasst aufzuspringen. Jetzt warte ich einfach, bis er sich wieder ausgedreht hat. So. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es zeitlich aussieht. Ob man wirklich diese 350 Sekunden, die ich jetzt noch ungefähr habe, die wirklich so gerade auf dem Punkt so am Ende ausreichen. Oder ob man wirklich ein bisschen sich Zeit nehmen kann für so ein Level. Diesmal stehe ich echt gut da. Ich habe sogar zweimal mein Fliegen. Wollen wir mal sehen. Hier kommt man so durch. Hier muss ich immer springen und hier nochmal. Hier nochmal. Okay, das geht. Die Fuzzies sind eigentlich nicht das Problem. Problem sind ein bisschen, würde ich sagen, die Bomben. Aber wirklich ein bisschen, weil da bin ich eigentlich auch irgendwie dann am Ende durchgekommen. Ich meine, eigentlich machen die ja doch nicht so viel Probleme, wenn man einfach durchläuft. Oh, hier sollte ich vielleicht ein bisschen... Ah, okay, die haben keine große Explosionsreichweite. So, und jetzt, hier kommt mein Problem eigentlich.
Aber diesmal habe ich es geschafft. Oh, nicht so schnell. Okay, diesmal habe ich es wirklich geschafft. Gerade der letzte Typ da hat mich am Ende auch mal fast geholt. So, die Stelle, ich weiß nicht, wie die hier so ist. Mitfliegen auf jeden Fall einfacher. Jo, gut. Jetzt kommt neues Zeug für mich. Oh, Schattenviecher. Das ist ja sehr nett. Warte mal, aber ich kann eigentlich auch hier mich ein bisschen rumtricksen. Okay, Problem gelöst. Wow. Da. Fuck, ich hätte auf diesem Ding bleiben müssen, ne? Thank you steht hier. Nein, schaffe ich das? Jetzt ist das Problem. Thank you. Ich hätte auf der Plattform bleiben müssen. Nee, geht auch so. Gut. Thank you. Oh, fertig. Fertig. Okay. Wow. Ich glaube, es wäre jetzt provokant zu sagen, das war ja gar nicht mal so schwer, ne? Gut. Es ist jetzt böse, weil ein bisschen habe ich ja schon geflucht. Aber ich habe Schlimmeres erwartet, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe das Level... Gesehen habe ich dieses Level noch nie. Ich glaube, ich habe dieses Horror-Trip-Level von Mario Galaxy 2 und bei Mario 3D World, da habe ich das mal gesehen. Und das sah eigentlich noch schlimmer aus. Muss man es auch mit Luigi mal... Wisst ihr was? Klingt verrückt. Ich versuche das jetzt noch mal mit Luigi. Ich weiß nicht, ob dann noch was kommt. Ich glaube ja eigentlich nicht daran, aber ich probiere das gesamte Level, was ich gerade gemacht habe, jetzt einfach noch einmal. Es war kürzer, als ich dachte, deswegen. Als diese Problemstelle da kam mit dem Feuer und so, als ich die überwältigt hatte, ging es eigentlich. Da war eigentlich nichts mehr los. Deswegen habe ich wirklich mit schlimmeren Sachen gerechnet. Ziemlich cool. Also auf meinen Rat, und den habe ich euch eigentlich auch schon mitgeteilt, nehmt euch einen Tanuki-Suit. Sonst schafft ihr dieses Level nicht. Vielleicht schafft ihr es irgendwann, wenn ihr es 100-mal probiert habt. Aber ihr werdet es nicht schnell schaffen. Ihr werdet sehr lange dafür brauchen und ihr werdet euch viel mehr abfucken und aufregen über alles, als es eigentlich sein müsste. So. Hier komme ich jetzt überhaupt nicht klar, weil Luigi auch ein rutschiger Typ eigentlich ist, aber Luigi kann tendenziell höher springen, deswegen kann ich auch ohne Anlauf da lang. So. Boss Time. Und zeitlich gesehen kommt auf jeden Fall übergut klar. Wie viele Sekunden hat er am Ende? Auch über 200 auf jeden Fall oder so. Ja. Mädchen. Oh fuck. Ich bin daneben gesprungen. Das ist so krass, ne? Einfach daneben gejumpt. So. Aber ich glaube, das macht ja nichts. Oh fuck, zweimal dann. Neben. So, die ist jetzt tot, oder? So, jetzt habe ich das Problem. Ich will mein Power-Up eigentlich haben. Aber wann? Da jetzt. Boom. Na, okay. Und zack, drauf. Einmal noch. Aber wenn ich jetzt nochmal das Power verliere, habe ich verkackt. Okay, unverkackt. Yeah! Gehen wir weiter. So. Weil ich weiß nicht, man muss ja eigentlich so jedes Level schaffen mit beiden Characters. Ich weiß nicht halt, ob etwas passieren wird, wenn ich es mit hier in diesem Level auch mache, weil 5 Sterne habe ich ja eigentlich schon, bevor ich das Level geschafft habe, erreicht. Also es gibt ja 5 Sterne immer, die man sich freispielt. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. So, und die hat man ja schon beim Freischalten des Levels. So gesehen. Also auch ohne, da ich das überhaupt jemals geschafft hätte, dann. Das heißt, glaube ich, dass da irgendwas dazukommt an sich. Oh, ja, meine Lieblingsstelle, ihr kennt sie. Ich habe mich hier am Rand irgendwie gehalten und dann bin ich hier lang gesprungen und dann... So, genau. Das ist die Taktik. Muss ich links eckig halten.
So, und hier muss man einfach nur geschickt mal durch. Was eigentlich einfacher auf jeden Fall ist, wenn man fliegen kann. Man kann kurz in der Luft stehen bleiben und auf eine Gelegenheit warten zu landen und so. Deswegen ist das dann auch gar nicht mehr so schwierig. So, und die Stelle hier, weiß ich gar nicht, wie man die offiziell löst, aber ich meine, ich kann mich hier einfach so ein bisschen entlang cheaten, deswegen. Ich glaube, hier ist sogar ein Flugpower-Up drin, aber ich habe keine Zeit, das mehr zu holen. So, und sagt dann mal durch. Und ich glaube, hier enden auch schon die Schwierigkeiten, oder? Machen wir den hier. Und man bedankt sich bei mir. Thank you. Und dann ist auch schon... Da habe ich es beim ersten Anhieb jetzt geschafft mit Luigi, oder? Ich glaube schon. Na doch, mit Luigi habe ich es auf Anhieb geschafft. Ey, die ganzen Tots, die freuen sich alle. Boom. Wir sind durch. Vor allem, wie lange dauert dieser Part? Ich glaube eigentlich nicht länger als ein normaler Part, deswegen ist das eigentlich auch schon ziemlich cool. Der letzte Part, wo ich auch dachte, da, das wäre wirklich das Großfinale, da, der hat ja länger gedauert. Aber es kann ja schon mal... Es kam schon öfters in einem Let's Play vor, dass ich abgeschlossen habe, dass dann noch irgendwie noch ein Zusatzpart kam. So, jetzt haben wir's und ich glaube, es passiert genau gar nichts. Wir können aber speichern und beenden. Also im Prinzip... Ende. 5 Sterne, genau wie vorher. Ich habe es einfach nur geschafft. Gut, dann danke ich euch diesmal wirklich fürs Zusehen. Ich find's cool, dass man für diese ganze Mühe, die man sich da macht, in jedes Level nochmal durchzuspielen mit beiden Characters, dass man da auch mit einem Bonus-Level belohnt wird. Ist sogar ganz lustig, das Level. Macht schon Spaß. Und, ne? Sonst habe ich eigentlich gar nichts mehr auf den Weg zu geben. Ich habe schon alles gesagt, was ich sagen sollte, auch schon im letzten Part. Auf jeden Fall danke ich euch erst noch. Danke, dass ihr euch das noch gegeben habt. Tut mir leid, dass ich so am Husten bin. Ich habe jetzt auch gerade wieder was im Hals. Also ich bin erkältet, Mann. Und dachte, ich muss trotzdem unbedingt jetzt spielen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Am Ende wurde es ja auch ein bisschen besser dann. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin.